Der X-Technik Videocast. Smarte Produktion. Mit der Plan Factory GmbH hat die Planlicht Group, ein Hersteller hochwertiger Leuchten- und Lichtsysteme, einen neuen Produktionsstandort geschaffen, mit dem die Firmengruppe eindrucksvoll das Commitment zu einer nachhaltigen Herstellung ihrer Produktkomponenten hier in Österreich untermauert. Über welches Fertigungsspektrum Plan Factory im neuen Werk im steirischen Murau verfügt, um auch als schlagkräftiger Lohnfertiger aufzutreten, und warum man dabei in der Blechbearbeitung auf Maschinenlösungen von Amada setzt, verrät uns Geschäftsführer Gerald Kohler. Herr Kohler, können Sie bitte Plan Factory kurz vorstellen? Was macht die Plan Factory? Das ist mehr oder weniger eine Weiterentwicklung der Planlicht GmbH. Uns gibt es ja schon seit 1986 am Markt als Leuchtenhersteller. Und mit der Plan Factory haben wir uns dafür entschieden, dass wir auch unsere Komponenten, unsere Gehäuse und so weiter in Zukunft selbst in Angriff nehmen und selber fertigen wollen. Als 100% Tochter der Planlicht GmbH treten wir am Markt aber auch noch zusätzlich auf. Also das heißt, wir fertigen nicht nur eigene Produkte, sondern sind auch als Lohnfertiger unterwegs. Was waren die Gründe, einen eigenen Produktionsstandort zu errichten? Der Grund war, dass wir unsere Flexibilität steigern. Wir sind im Projektgeschäft tätig, im Beleuchtungssegment und sind dadurch mit sehr kurzen Lieferzeiten konfrontiert und sind immer wieder an unsere Grenzen gestoßen mit Zulieferern, die man nicht 100% immer unter Kontrolle hat. Man ist ja nicht immer der AAA-Kunde bei jedem. Und deshalb war die Entscheidung, dass wir sagen, okay, wir gehen selber in diese Fertigung hinein und schaffen uns dadurch mehr Luft am Markt. Also als Planlicht und als Planlichtgruppe ist für uns Qualität ja das oberste Kriterium. Wir sind im High-End-Segment unterwegs von der Beleuchtungstechnik, sprich wir sind nur in öffentlichen Gebäuden vertreten, wir sind nur dort vertreten, wo wirklich qualitativ hochwertiges Licht gebraucht wird, haben natürlich auch dementsprechend mit Fachleuten zu tun, vom Architekten bis hin zum Elektroplaner, und da wird von uns Qualität erwartet. Mit diesem Fertigungsstandort da und generell in der Gruppe haben wir das Ganze nochmal untermauert. Wir haben natürlich die Qualität jetzt ein Stück weit mehr in der Hand durch diesen Fertigungsstandort und das bauen wir dadurch auch aus. Und was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist für mich auch zu erwähnen und was ein großes Qualitätskriterium ist, unser klares Commitment ist für einen Standort in Österreich. Das heißt, wir lagern bewusst nicht aus, müssen dadurch natürlich mehr automatisieren. Das ist klar, es ist natürlich auch immer irgendwo ein kaufmännischer Hintergrund dabei, dass man das bewerkstelligen muss. Aber für uns ist ganz klar, die Weiterentwicklungen werden auch hier am Standort Österreich stattfinden und wir werden uns nicht irgendwo im Ausland wiederfinden. Auf was haben Sie besonderes Augenmerk bei der Umsetzung des neuen Produktionsstandortes geachtet? Ja, wichtig war es uns natürlich, dass wir in den 2020 natürlich bei den Entscheidungen, wo das getroffen worden ist, dass wir dieses Unternehmen aufbauen, dass der Baustart dann relativ schnell vonstatten gehen wird, dass wir natürlich State of the Art bauen. Wir sind einerseits maschinentechnisch, Wärmerückgewinnungsanlagen und so weiter, auch bei der Pulverbeschichtung bis hin zur Kompressoranlage. Und gebäudetechnisch natürlich der neueste Stand der Technik mit betonaktivierter Heizung. Wir beheizen das ganze Gebäude mit Hackschnitzel, also mit einer Biomasseanlage. Der Strom kommt natürlich aus der PV-Anlage vom Dach, wie das heutzutage bei einem Neubau sicherlich Standard ist. Und auch die Pulverbeschichtung wird mittels Biomasse beheizt. Das heißt auch Hackschnitzelanlagen in der Pulverbeschichtung. Das alles zusammen hat uns ein relativ gutes Paket beschert, wo man sagen kann, wir fertigen nahezu CO2-neutral. In welcher Zeit konnten Sie das Projekt realisieren und die Fertigung am neuen Standort starten? Muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Der Ursprungsgedanke schwebte schon lange über uns. Also das war schon 2015, wo wir mal darüber überlegt haben, so ein Werk umzusetzen. Dann sind ein paar Jahre vergangen. Intensiv in der Planungsphase waren wir dann seit 2019. Der Baustart ist dann leider Corona-bedingt ein bisschen später vonstatten gegangen, wie es ursprünglich geplant war. Da sind wir dann im Herbst 2021 an den Start gegangen mit dem Bau und konnten das Projekt dann praktisch nach ca. 14 Monaten Bauzeit zum Ende 2022 fertigstellen. Welche Fertigungsprozesse beherrschen Sie selbst? Wir fangen beim Zuschnitt an, über Stanzen, Lasern bis hin zum Abkanten, automatisiert, teilautomatisiert, teilweise manuell, bis hin zum Laserschweißen, Roboterschweißanlagen, manuelles Laserschweißen. Es ist mittlerweile so ziemlich alles mit dabei, wo wir im Grunde im Gehäusebau das Produkt von A bis Z abbilden können. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch eine Pulverbeschichtung im Haus, wo man wirklich das Produkt dann auch fix und fertig an den Kunden liefern kann. Und genau daher sind wir auch als Lohnfertiger sehr schlagkräftig, weil wir können einen extrem großen Bereich abbilden. Warum haben Sie in der Blechfertigung Amada als strategischen Maschinenpartner gewählt? Und das war für uns immer von vornherein schon klar, wir gehen auf jeden Fall auf einen Qualitätshersteller. Warum es dann schlussendlich auch zu Amada oder warum die Beziehung zu Amada so gefestigt worden ist, war einfach die gesamte Abwicklung. Wir sind
von der Projektphase weg, vom Projektstart weg, schon vom Reißbrett weg mit Amada mit dabei, haben das ganze Projekt gemeinsam geplant, wurden immer super unterstützt. Das ganze Projekt wurde auch von Amada-Seite sehr gut ausgearbeitet. Warum haben Sie sich im Blechzuschnitt für eine Stanz-Laser-Kombimaschine entschieden? Für uns war es wichtig, dass es eine Stanz-Laser-Kombinationsmaschine wird, weil wir wollten maximale Flexibilität haben. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Teile im eigenen Produktportfolio, natürlich auch als Lohnfertiger. Und daher auch die Entscheidung für eine Stanz-Laser-Kombi, weil man dann natürlich alle möglichen Dinge abbilden kann. Man braucht nicht für jeden Ausschnitt ein Werkzeug, was auch immer. Und das war im Grunde der Beweggrund für so eine Maschine und die Faszination dahinter. Also was mich selber fasziniert und wo ich jetzt nach doch einigen Monaten im Einsatz, was ich nur bestätigen kann, ist, dass die Maschine sehr flexibel einsetzbar ist, dass sie sehr stabil läuft. Das heißt, wir sind da teilweise wirklich 24/7 mannarm unterwegs, wo die Programme sauber durchlaufen. Und das war sicher eines der Hauptkriterien, warum die Wahl auf so eine Maschine gefallen ist. Warum haben Sie in eine vollautomatisierte Roboterbiegezelle investiert? Ich kann es nur wiederholen. Es ist auch dauert die Flexibilität von einem Abkantroboter. Für uns als Newcomer am Markt war es ja wichtig, einerseits eine automatisierte Maschine umzusetzen, aber auch manuell arbeiten zu können. Und da hat sich die Maschine für uns angeboten, weil wir können natürlich oder haben natürlich nicht vom Projektstart an gleich in zig unterschiedliche Maschinen investieren können. Das war natürlich auch kaufmännischer Hintergrund. Und mit dieser Anlage können wir beide Arten abdecken. Das heißt, wir können die Maschine genauso manuell nutzen, was wir in der Tagschicht auch laufend machen für Einzelteile, für kleine Losgrößen. Aber auch, und das fängt auch schon bei kleinen Losgrößen automatisiert vor. Und das war für uns natürlich die Entscheidung schlechthin, dass wir sagen, okay, da haben wir maximale Flexibilität. Warum setzen Sie zusätzlich noch auf eine kleine manuelle Abkantpresse? Kleine manuelle mit 1,20 Meter ist natürlich für Kleinteile prädestiniert. Die ist auch jetzt vom Investitionsvolumen ja überschaubar. Und die haben wir natürlich dazu genommen, damit wir auch Kleinteile nicht immer über die Robotermaschine abbilden müssen. Was sind die Stärken der Laserschweißzelle? Ja, die Laserschweißzelle ist ja prädestiniert, wenn man im Dünnblechbereich unterwegs ist. Also für uns im Gehäusebau, speziell wo es um High-End-Produkte geht im Leuchtensegment, sind ja, man muss ja sagen, immer Sichtteile irgendwo dabei. Da muss man möglichst wenig Wärmeeintrag haben, man darf keinen Verzug haben und man sollte einen möglichst geringen Schleifaufwand haben. Und daher ist für uns eine Laseranlage das Um und Auf. Es war ja anfänglich ein Projekt, immer ein Wunsch von uns, eine Laseranlage zu haben. Es war natürlich auch aus budgettechnischen Gründen immer ein Fragezeichen drüber. Aber aufgrund dessen, dass uns Amada dann wirklich ein komplettes Paket geboten hat, alles wirklich durchgängig durch, selbe Software ist drauf, haben wir dann die Entscheidung doch dann getroffen, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen auch gleich ins Laserschweißen hinein. Auch wenn wir neu am Markt sind, grüne Wiese gebaut haben, ist es ja doch eine Technologie, wo man sich erst drüber trauen muss. Aber es war jetzt im Nachhinein betrachtet definitiv die richtige Entscheidung. Und wir haben schon sehr, sehr viele positive Punkte rausgeholt, wo wir gesagt haben, Gehäusebau ist einfach gewaltig und ist einfach top. Wie zufrieden waren Sie mit der Unterstützung von Amada beim Einstieg in die Blechbearbeitung, speziell auch beim doch komplexeren Fertigungsprozess Laserschweißen? Also generell kann ich sagen, Amada hat uns sehr stark unterstützt. Da sind ja natürlich bei den Maschinen immer schon die Schulungspakete mit dabei, die was für uns sehr wichtig waren als Newcomer. Wir haben auch sehr viel Produktionsbegleitung durch Amada bekommen. Die waren immer bei uns vor Ort, haben uns eingeschult in das ganze Thema und das ist sehr gut gelaufen. Und auch im Nachhinein jetzt, wenn immer wieder mal Fragen aufpoppen, wir sind natürlich immer noch Newcomer, wir sind gerade mal ein gutes Jahr am Markt, ist es relativ unkompliziert, bei Amada Hilfe zu finden. Wir kriegen immer sofort Auskunft, die helfen uns sofort weiter, wenn wir irgendwo ein Problem haben, die immer wieder mal vorkommen. Und wir lösen das aber gemeinsam sehr gut. Isoliert gesehen auf das Laserschweißen ist das ganze Thema ja noch ein bisschen komplexer. Da haben wir auch von vornherein intensiver in Schulung investiert, auch sehr viel Zeit investiert und haben auch einige Wochen auch wirklich Produktionsbegleitung von Amada im Haus gehabt, damit wir wirklich diesen Prozess für uns lernen. Was sind die wesentlichen Vorteile, bei den Kernprozessen der Blechbearbeitung auf einen Hersteller zu setzen? Gerade in der Software ist es der größte Punkt für uns gewesen, dass wir gesagt haben, möglichst ein Hersteller, möglichst eine Software. Ich muss wieder zurückkommen auf den Newcomer, den wir ja sind, wo wir alles neu einlernen haben müssen. Und da haben wir gesagt, das war auch von Anfang an meine Intention, wenn wir uns für einen Maschinenhersteller entscheiden, dann sollte es durchgängig einer sein, damit wir einfach für uns den Druck herausnehmen, unterschiedliche Software-Varianten auch noch zu lernen. Und das war einer der wichtigsten Gründe, warum es durchgängig sein hat müssen. Als zusätzlicher Punkt kann man vielleicht noch erwähnen, ich habe natürlich einen Ansprechpartner, wenn es um Service geht, ich habe einen Ansprechpartner im Vertrieb, was auch immer, wenn ich irgendwo ein Problem habe. Und das war für uns oder für mich speziell ganz wichtig, dass wir das so einfach möglich halten. Und das war immer schon geplant, ein Maschinenkonzept, ein Hersteller quer durch. Warum ist die Automatisierung in einer modernen Produktion eigentlich unverzichtbar?
Natürlich, Automatisierung ist in unseren Breitengraden das Um und Auf mittlerweile. Wir reden ja alle von Facharbeitermangel und zu wenig Mitarbeitern und wie auch immer. Und dadurch war es für uns immer wichtig, möglichst hoch zu automatisieren, dass wir viele Schritte abdecken können damit und dass wir einfach dadurch diese Mitarbeitersituation für uns entschärfen. Wie lautet Ihr Resümee nach dem ersten Jahr von Planfactory? Es war der absolut richtige Schritt, in die eigene Fertigung zu investieren. Auch wenn es nicht immer ganz einfach ist und die Marktgegebenheiten auch aktuell ja auch nicht unbedingt die besten sind, war es trotzdem im Nachhinein betrachtet definitiv der Schritt, der uns in den letzten Jahren auch gefehlt hat, der uns auch teilweise gehindert hat, Projekte zu realisieren. Und jetzt merkt man einfach, wir kriegen so viel Effizienz aus dem Thema heraus für uns selber, das Leuchtenfertiger, dass ich nur bestätigen kann, es war der richtige Schritt. Weiter gesponnen hinsichtlich Amada, ja, es war absolut der richtige Schritt, mit Amada das umzusetzen. Wir sind mittlerweile, klingt ja schon fast ein bisschen kitschig, ein Team geworden, weil wir natürlich zusammengewachsen sind über das ganze Projekt drüber. Und es war absolut die richtige Entscheidung und ich würde sie wieder so treffen. Was sind die elementaren Dinge, die man beim Aufbau einer eigenen Fertigung an einem neu errichteten Standort beachten muss? Ich glaube, das Wichtigste ist im Vorhinein, wenn man sich den Schritt überlegt, sich genau zu überlegen, okay, was will ich denn alles können, was will ich denn alles abdecken? Das sind einmal also die Anfangskriterien, dass man mal überhaupt einmal eine Entscheidungsgrundlage hat. Ich glaube, für mich als Unternehmer, da will man immer relativ viel bewegen, viel machen. Ich glaube, man muss auch einmal den Mut dazu haben, sich ein bisschen einzuengen, sich zu überlegen, okay, welche Fertigungsschritte brauche ich wirklich am Anfang, weil man kann nicht alles auf einmal machen, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich im Klaren ist, was will ich umsetzen. Und dann natürlich viel Recherche, viel Arbeit im Vorhinein hineinstecken, weil ich glaube, alles, was man vorher recherchiert und vorher sich überlegt, spart man sich nachher an Nerven, ich nenne es einfach mal so, dass man sich ganz klar überlegt, Maschinenkonzepte, wie sehen sie aus, wie sieht die Gebäudestruktur aus, wie ist das ganze Shopfloor-Management aufgebaut, wie läuft mein Produkt durchs Gebäude durch, das sind alles so wichtige Dinge. Das wird ja heutzutage eh immer alles breitgetreten, aber ich glaube, man muss sich ganz klar als Unternehmer damit auseinandersetzen, was will ich denn mit dem Unternehmen erreichen, was ist mein Fokus. Und ich glaube, das ist das Wichtigste am Anfang. Und dann, der Rest ergibt sich dann während des Projektes eh. Es gibt natürlich dann auch Anpassungen, das passiert natürlich immer wieder, sei es am Bau, sei es bei den Maschinen. Aber schlussendlich sollte es einen roten Faden durch das Projekt geben. Und man soll praktisch die Linie nicht verlassen, damit zum Schluss auch wirklich das dann dasteht, dass man sich von Anfang an erhofft hat. Wohin geht die Reise bei Planfactory? Der Blick in die Zukunft ist ja immer sehr schwieriger. Ich glaube, das brauche ich da nicht erwähnen. Es ist immer ein Stück weit Glaskugel. Es gibt natürlich eine Intention dahinter und es gibt immer eine Vision von einem Firmeneigentümer dahinter, wo man sagt, okay, man will natürlich weiter, man will Wachstum und ich kann es nur bestätigen. Also wir sind definitiv darauf aus, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Es werden weitere Investitionen folgen, je nachdem, wie der Markt es zulässt und die Situation halt ist. Aber klar, wir sind darauf aus, Wachstum zu generieren, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Einerseits als Lohnfertiger und andererseits natürlich auch im eigenen Produktsegment in der Beleuchtungsindustrie, wo wir ja auch laufend Exportmärkte aufbauen, Zusatz erweitern und die ganze Planlich-Gruppe im Grunde auf Wachstum auslegen.